Herzlich willkommen, liebe 1000 Bass-Fans, hier zur Motorräder 2014 in Dortmund. Ich stehe hier am Heldstand neben Oliver Schmid. Oliver, eigentlich bräuchte jeder Motorradfahrer mindestens zwei Paar Handschuhe. Einmal scheint die Sonne, einmal regnet es, einmal ist es warm, einmal ist es kalt. Aber ihr habt auch ein paar Modelle im Programm, die mehr können als nur ein Paar Handschuhe. Das ist völlig richtig. Ja. Also wir haben einen weiteren neuen Handschuh bei uns im Programm jetzt, der also sehr gut zum Tourenfahren geeignet ist, mit unserer patentierten Two-in-One-Technologie. Das heißt, es sind sozusagen zwei Handschuhe in einem. Das heißt, der Fahrer kann bei einem guten Wetter kann er die Kabine 1 nutzen, ja, hat einen maximal belüfteten Handschuh, der auch komplett perforiert ist, wie man hier sehen kann. Zur Sicherheit natürlich Känguru-Leder, was hoch abriebfest ist. Und die weiteren Sicherheitsausstattungen sind natürlich auch alle vorhanden mit super Fabric-Material und gel-unterlegten Fingern etc. Und wenn er dann in den Regen kommt, kann er tauschen und kann in die Kammer 2 gehen und ist dann komplett von einer Gore-Tex-Membrane umschlossen und ist völlig wasserdicht. Diese Kombination ist, kann man sagen, einzigartig. Ja. Ich persönlich habe übrigens diesen hier, ein etwas dickeres Modell. Das wäre dann schon eher Winter-Herbst, oder? Genau, richtig. Das ist also dann ein Modell, das dann auch wiederum zwei Kammern hat. Die eine Kammer ist warm für mittlere Temperaturen und die zweite Kammer ist dann sehr warm, wo man also dann auch bei sehr niedrigen Temperaturen noch warme Hände behält, kann man sagen, ja. Na, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, bin ein totaler Fan. Aber wenn ich mir das so anschaue, brauche ich jetzt leider doch auch zwei Paar Handschuhe. Das glaube ich auch, ja. Danke.